sind Piercing-Shots. Ich muss mal gerade ausprobieren, ob die auch wirklich durch Steine gehen bei Laser. Nein. Nehme ich nicht mit. Lieber höhere Herzrate. Höhere Herzrate. Höhere Herztropprate. So, jetzt müssen wir mit 3 Herzen zum Boss gehen, Leute. Das wird was. Aber vorher gehen wir noch eben zum Automaten. Vielleicht kriegen wir noch mehr von den Rüstungsherzen. Und dann sicherlich noch zum Geheimraum. Okay. Oh. Hier lang, um nichts zu riskieren. Oh nein, die will ich nicht haben. Ja, ein Rüstungsherz. Oh. Okay, knapp, knapp, knapp. Ich will nichts einsammeln. Ich will doch nichts einsammeln, du Spast. So. You are throwing your life away. Ich weiß. Go outside. Nein, ich möchte was haben, bitte. Stay asleep. Ich bin aber nicht müde. So, ah. Eine Karte. Strange. Bin ich stärker? Brauche ich. Ein Skelett. Das ist ein Passiv-Item, was ich aber nicht nehmen werde. Ich bleib, solange ich nur 3 Herzen habe, bleibe ich bei meinem Child's Heart. Ein Kinderherz, Leute. Wie brutal das Spiel einfach ist. Wir kriegen ein Kinderherz, ja. Dieser Automat gibt uns halt, wie ihr seht, passive Items, Rüstungsherzen und Karten. Ich lasse es mal so und gehe weiter zum Boss. Ich behalte Strength. Dann werde ich groß und stark. Das, was jedermann werden will. Ja, so. Auf zum Geheimraum und dann zum Boss, wollte ich sagen. So. So. Ja, genau. Give up. Never. Das nehme ich nicht. Komm, Leute, Boss-Time. Boss-Time, ich wäre froh, wenn es ein Reiter kommt. Dann können wir unser Meat Boy aufbauen. Was ist das? Mask of Infamy. Hatte ich bis jetzt nur einmal. Ich bin größer geworden und mache mehr Schaden. Wir müssen halt das Herz angreifen. Kennen wir ja schon. Von den kleinen Viechern. Und er hat keine Lebensleiste. Auch relativ ungewöhnlich. Tot. Jetzt du noch. Weil jetzt kann er getroffen werden, komischerweise. Boah, bist du hässlich. Oh. Na komm. Wie viel Leben hast du denn? So. Ein Paket, womit wir ganz viele Items kriegen. Jetzt haben wir so ein Paket um uns drum. Ein DHL-Paket. Eine Perle ist ein passives. Hier ist schön Rüstungsherz und Schlüssel. Eine Karte. Erstmal Range Up. Eine Karte. The Death. Oh, geil. Richtig geil. Damit sterben halt alle im Raum. Oder kriegen viel Schaden. So, nächste Etage. Huiuiui. Was ist es? Necropolis. Schon wieder. Okay. 2 von den Viechern. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Oh mein... Nein! Boah, ist das fies, ey. So. Rüstungsherz wieder da. Fein. Okay. Oh! Wow, 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 wow. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Bombe brauchen wir auf jeden Fall. Spinnen. Boah, haben wir viele Fliegen. Alter!
Die Spinnenweben machen uns langsamer, Leute. Guckt euch das an. Langsamer. Langsamer. Ja. The World decke ich auf. Da ist die Welt. Guckt euch an, wie viele Fliegen um uns sind. Ist das nicht geil? Das ist doch richtig geil. Ich gehe hier runter. Los, Fliegen greift an. Uey! Gut gemacht, Fliegen. So. Das will ich auf jeden Fall haben. Wir können fliegen. Wir haben Flügel bekommen, können sogar über Steine fliegen und ja, Fate war das. Geil. Ich bin mir... Wir könnten das Ganze richtig geil packen, Leute. Also richtig weit. Machen auch schon gut Schaden, auch durch den Fliegen. Das ist eine neue Karte. Ein... Alter! Jetzt chill mal down. So, wow. So. Zwei halbe weiße Herzen werden zu einem roten Herz. Ein halbes weißes Herz wird in der nächsten Etage zu einem Herz. Der Joker, was kann der Joker? What the fuck? Jetzt bin ich hier in so einem heiligen Raum und kann so eine Karte kriegen. Die Karte gibt uns immer so ein halbes Herz. Ein weißes Herz. Heißt, in der nächsten Etage kriegen wir ein normales Herz dazu. Oh, sehr geil, ey. Ich bin so OP. Hier unten ist ein Geheimraum. Bram! Hä? So. Ach, nur 3 Cent. Erste nicht für mich. Spaß. Zockerraum möchte ich jetzt nicht rein. Aber ich möchte in der neuen Arena. Das ist ein Schwert mit Blut überströmt. Das heißt, das sind schwierigerere Gegner als sonst. Ein Pilz, ein passives will ich nicht haben. Death will ich sowieso haben. Ich kann da nicht rein. Warum das denn nicht? Ach, ach, Shop gibt's ja auch noch. Leute, warum kann ich da nicht rein? Das weiß ich gerade gar nicht. Habe ich gar nicht, das weiß ich nicht. ich hole mir den Kompass. Ich hole mir ein Rüstungsherz. Und das war's. Okay, jetzt auf zum Itemraum. Bisschen weit laufen bzw. fliegen. Aber es lohnt sich bestimmt. Da werde ich nicht reingehen in die Mitte. Ich werde weitergehen. Oh, komm, du bist mir auch egal. Ich gehe runter. Ihr seid mir auch egal. Du sowieso. Du vor allen Dingen und du ganz besonders. Ja, komm, wir sind hier unten. Oh, geil. Schön. Schön, schön, schön. Da sind wir auch gleich im Itemraum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Nein. Concentration. Oh. So. Das Ding gibt uns Damage ab, glaube ich, aber ich behalte... Na komm, ich behalte Damage ab. Es gibt uns irgendwie Damage ab oder so, irgendwie sowas war das. Oh Gott. Jawohl. 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 Schlüssel und rein im Itemraum. Und was gibt es? Ja, geil! Bloody Lust, eins der geilsten neuen Items. Also, je mehr Gegner wir killen, desto stärker werden wir. Pro Raum ist das berechnet.
Also wenn wir einen Gegner killen, werden wir halt stärker. Wenn wir noch einen killen, werden wir noch stärker. Und das mit unserem Red Patch zusammen und das mit unserem Fliegen zusammen und mit alles andere zusammen. Vor allem mit dem Fliegen ist richtig geil. Oh Mann, dieser Run läuft echt gut. Hätte ich am Anfang nicht gedacht. So, hier gehen wir erstmal hoch. Du bist erst dran. Jetzt macht der Strahl schon mehr Schaden. Und noch mehr Schaden. Hier gehen wir hoch und erstmal nach links. Ich will alles erkunden, was es hier so gibt. Ich kann mal gucken. Ja, Schaden ist voll. erstmal nach links, habe ich gesagt. Ja. Oh Gott. So. Ach, ein großer Chub. Ich habe Letters eingesetzt. Jetzt habe ich ein Herz bekommen, weil ich zwei weiße Herzen hatte. Zwei Hälften. Tot. Und jetzt können wir uns aufmachen zum Bosskampf. Ih, was ist das denn? Wow, das kenne ich gar nicht. Oh mein Gott, okay. Nein, bitte nicht du. Tot. Meine beiden Fliegen, die ständig um mich rumfliegen, haben mir gerade das Leben gerettet, oder beziehungsweise Schaden vermieden. So, los fliegen, geht auf ihn drauf. Yeah! Haha. Die Fliegen sind so geil, die blauen. Okay, Boss-Time. Mom! Mom kommt schon. Ich smell the Death ein. Gibt ein bisschen Schaden für Mom. Nicht so viel, aber genug. Wir müssen die Gegner killen, damit wir schön Stärke kriegen. Oh. Hier ist ein Eckstein. Ach du Scheiße. WTF, wir haben keinen Körper mehr. Warum haben wir keinen Körper mehr? Ist das ein Bug oder so? Nein. Ist er tot. Wir bekommen ein neues Item. Das kenne ich auch schon. Das bringt Tears ab und zwei Rüstungsherzen. Schießen noch schneller und ja, nächste Etage. Okay. The Womp 1, wir haben wieder unsere Flügel zum Glück. Ja, erstmal in die Arena. Oh, wow, wow, wow. Halbes weißes Herz. Schön. Okay, eine Truhe. Das gibt uns irgendeinen Scheiß. Das ist nicht so geil. Ich gehe in die Arena. Ace of Spades. Damit kriegen wir Bomben, glaube ich. Ja, ihr könnt gar nichts. Ich brauche Ace of Spades nicht. Ich brauche einfach nur Schaden. Zwei Monstros. Wow. Concentration hier, Leute. Der erste ist tot, jetzt ist alles easy.
Losfliegen, auf ihn, auf ihn! Tot. Nichts bekommen. Naja. So, hier hoch. Den können wir ganz leicht killen, weil wir einen Laser haben und er nicht. So. Okay. Hier alles geschafft auf der rechten Seite. Erstmal nach oben. Okay, den Schlüssel. Ich kann einfach rüberfliegen oder so, ja gut. Okay, kein Ding. Doch ein Ding. Und fertig. Wieder alles voll. Schmerzraum. Was gibt's hier? Eine Bombe, die uns verfolgt. Wow! Und wieder zurück. Da kriegen wir Schmerzen. Ach du Scheiße, ein Herz weg. Meine Fräse. Ja. Und unser weißes Herz ist auch weg. Ach du Scheiße. Okay, hier ist alles getan. Ist hier ein Geheimraum? Nein. Ist hier ein Geheimraum? Nein. Links. Wie oft willst du noch kommen, Larry? Du kannst nichts. Zack. Haben wir wieder Leben voll.